Wow. Ich bin gerade einfach nur wie weggeblasen. Man wird es schon sehen, mein Charakterbildchen. Ich rede gleich noch darüber. Aber mein Tag hat nur noch 10 Minuten, dann ist Mitternacht und man weiß, was das in Shakes and Fidget heißt. Und wenn man sieht, dass ich den Mauscursor, den Pilzcursor nicht anhabe, dann hat das schon was zeitlich zu bedeuten. Also ich muss jetzt schnell machen. Meine Alu noch überspringen, war noch mit Freunden unterwegs, die ich wirklich schon lange, ich reise gerade ziemlich viel, nicht gesehen habe. Und genau, deshalb machen wir das mal flott, alles erledigen, denn ich bin noch nicht ganz fertig. Und dann, ich werde jetzt schon nebenbei darüber anfangen. Was ist dieses Bildchen? Warum habe ich das richtig gehypt? Also, der Unge-Server. Wer meine Videos verfolgt, der wird den schon mitbekommen haben. Ich habe da damals, als der rauskam, S38, einige Videos dazu gedreht, weil ich ziemlich gehypt davon war. So, Unge in Partnerschaft mit Player Games. Ein riesiger Community-Server für die Unge-Community. Und da haben Unge, Sabine und Mimi einen eigenen Charakter erhalten, also ein eigenes Bildchen hier, weil sie eben, weil Unge vorrangig in Partnerschaft mit Player Games eben diesen Server ein bisschen bewirbt. Und am Anfang dachte ich so, okay, man hat wirklich gemerkt, dass sich Unge, er hat sich sogar Videos von mir angesehen, deshalb bin ich auch mit ihm in Kontakt gekommen, hat sich Videos von mir angesehen, auf eines sogar reagiert. Und da habe ich dann schon gemerkt, krasse Sache, ja, das ist nicht einfach nur so ein Sellout, wie dann viele immer schreiben, sondern der will wirklich das Spiel hier bewerben, größer machen und selbst ordentlich loszocken. Nicht einfach nur, es gibt einige Werbevideos zu Shakes and Fidget und naja, boah, diese Treibsanduhren sind krass. Dreimal in der Unterwelt. Und naja, viele oder manche, so, da hat man das Gefühl, ja, die sehen sich das Game an für diese Partnerschaft und so, aber Unge hat wirklich, ich glaube, der ist noch immer Rang 1 auf dem Server. Auf jeden Fall, um zum Punkt zurückzukommen, der hat so ein Charakterbildchen eben erhalten, ein eigenes. Habe ich schon zigfach im Video gezeigt. So, tägliche Belohnung abholen. Genau. Und ich, also meine Community ist der Hammer, muss ich wirklich sagen. So viele Leute haben geschrieben, hä, warum bekommt Unge, der hat das noch nie gespielt, das Game, warum bekommt der ein eigenes Charakterbild? Und Schilling, der schon seit, also ich habe wirklich, ich habe 5000 Videos so in meiner ganzen Laufbahn, Online-Laufbahn gedreht, über Spiele, Online-Spiele. Und boah, wie kann ich mit Schatten verlieren? Und naja, ich sag mal so circa 1000 sind von Shakes and Fidget. Und genau, da haben so viele Leute anscheinend geschrieben, ja, warum hat Schilling kein Bildchen und Unge? Das finde ich unfair, dass das sogar Player Games mitbekommen hat. Und die sind dann auf mich zugekommen und haben gefragt, hey, sollen wir dir ein Bild machen? Und ich habe natürlich nicht zweimal überlegt und sofort ja gesagt. Das war die größte Ehre für mich. Das ist so eine Wertschätzung, muss man sagen. Ich würde niemals Pilze gesponsert bekommen wollen. Das wäre gar keine Ehre für mich, weil dann müsste ich immer dazu sagen, ja Leute, ich bin gesponsert. Und dann würde ihr sagen, ja, du bist nur Rang 23, weil der Player Games die Pilze in den Hintern pumpt und so. Das würde ich gar nicht wollen. Aber dieses Bildchen, das ist eben, ich werde kurz einblenden, aber ich will eigentlich, ich muss weitermachen. Das setzt sich aus meinem Gnom zusammen. Die riesigen Ohren vom Gnom, dann die schielenden Augen hat mein Gnom. Die Augenbrauen sind auch so. Der Mund ein wenig und mein, ich finde es ein legendäres Bildchen so. Mein Charakter, mein Profilbild auf Instagram habe ich das mal gehabt oder habe ich noch immer, glaube ich. Genau, Moment, ich muss da noch weitermachen. Und aus diesen beiden setzt sich das eben zusammen. Und da hat mich Player Games, okay, weil 23, Moment, ist es da noch nicht geladen? Genau, mit meinen drei Charakteren, also das sind meine Hauptcharaktere, für die wollte ich das haben und habe ich tatsächlich so ein gezeichnetes Bildchen erhalten. Ich hatte wirklich also fünfmal den Hütchenspiele, boah, fünfmal besiegen. Moment, das verschiebe ich vielleicht auf hinten, so wichtig sind die Dailies nicht, aber ich würde sie natürlich trotzdem gerne machen. Und ich hatte wirklich Pipi in den Augen und alleine die Tatsache, dass Player Games auf mich zugekommen ist und gesagt hat, yo, der hat es wirklich verdient, dass wir den zeichnen. Ich will ja gar nicht wissen, also die mussten für ihren Zeichner da einige Stunden abzwacken, um das zu zeichnen. Ja, das ist echt eine krasse Sache und die größte Ehre der Welt für mich beziehungsweise für uns im Allgemeinen, ich habe das nur euch zu verdanken, im Prinzip allen Leuten, die geschrieben haben, hey, warum bekommt Schilling nicht so ein Bild? Den Leuten habe ich zu verdanken, dass ich jetzt so ein Bild habe. Und das ist irgendwie eine Repräsentation für uns als Community. Player Games nimmt uns wahr
und weiß offenbar, ich meine, die gehen eine Partnerschaft mit jemandem wie Unge ein, um das Spiel größer zu machen. Und ich mache Videos schon seit Jahren, einfach so. Und das ist wirklich eine große Ehre für mich und für uns alle. Jeder kann darauf stolz sein, würde ich mal sagen. Denn ja, da haben wir doch was gemeinsam alle erreicht und ich bin echt happy darüber. Also ich weiß, es wird Leute geben, boah, unfair, warum hat der jetzt so ein Bild, der hat das gar nicht verdient, seine Videos sind schlecht und so. Ich sehe es jetzt schon. Ich meine, ich bin lange genug im Internet unterwegs, dass ich weiß, wie ist so die Reaktion auf Social Media und so weiter, wie läuft das alles ab. War ja genauso mit Unge, haben ihm auch einige Leute das Ganze nicht gegönnt. Also sein Bild und sein eigener Unge-Server und dies, das. Ich weiß, wie das ist, aber ja, ich finde es einfach nur extrem krass. Ich meine, wie genial ist das? Ich habe mein eigenes einzigartiges Bild, das hat sonst niemand und das kann jeder sehen. Außer mit Steam, glaube ich, noch nicht. Oder bei den Apps muss noch ein Update gemacht werden, aber das kommt dann noch. Einfach nur heftig. Mega, mega heftig. Und ich finde das Bild einfach so kultig und der Mund und so, wie ich das schaue, so, oh, was geht ab, so der Gnom. Ich mag es extrem. Und ja, also so 10 Abenteuer absolvieren, Belohnung abholen. Ach, habe ich mir die Belohnung abgeholt eigentlich auf dem anderen Server? Man muss extra noch klicken, um sich die Belohnung abzuholen. Erst dann hat man das auch sozusagen erledigt. Und ich will ehrlich sagen, und ich weiß, das wird vielleicht abgehoben klingen oder was auch immer, aber ja, das ist, wenn man nicht mit Steam aufnimmt. Dieses Windows-Update. Ich will ehrlich sagen, ich finde, ich habe das verdient. Also, ich bin dem Game so lange treu geblieben, zock noch immer auf S14, bin kein Serverhopper, der von Server zu Server zu Server hoppt, spiel noch immer, bin noch immer positiv, komplett positiv dem Spiel eingestimmt, auch wenn es vielleicht vor Jahren mal eine Zeit gab, wo lange kein Update kam. Aber das Game hat mir trotzdem immer Spaß bereitet mir auch noch immer Spaß. Und ja, wie man sieht, machen sich solche Dinge bezahlt und man wird wertgeschätzt. Und das finde ich wirklich genial. Und ich würde nicht mal wollen, dass mich Player Games sozusagen dahingehend belohnt, dass sie mir Pilze aufladen, weil das ist ja nur ein Knopfdruck im Prinzip für die. Aber dann müsste ich sagen so, ja, ich bin gesponsert von Player Games, ich bekomme die Pilze und dann wäre das alles nichts wert. Also, nein, das soll sich nicht falsch anhören jetzt in Bezug auf Unge, weil er jetzt eben in Partnerschaft für diesen S38-Server ist, aber ja, dann würde jeder schreiben, ja, du bist nur Rang 23. Ich habe es ja bei Unge gelesen, so. Ihm wurde unterstellt, dass ihm Player Games sogar irgendwie Epics erstellt und so. Was ja völliger Quatsch ist, aber ja, so läuft es nun mal. Und ich kann das ab, ich habe eine dicke Haut, das ist, warum verliere ich? Ja, okay, 100er T-Witch ist schon eine ziemlich heftige Sache. Der Tag geht noch 2 Minuten, sorry, das ist gerade ein bisschen stressig. Aber ich bin ja gleich durch eigentlich. 3 Pilze nochmal abgesahnt. Kann man mal machen. 15%, Moment, das kill ich vorher noch. Jo. Und diese 3 Charaktere habe ich mir ausgesucht. Das werden auch vermutlich, außer es kommt mal noch eine neue Klasse dazu. Aber ich habe echt gemerkt, 3 Server sind für mich genug. Mehr kann ich nicht. 3 Server, das ist so optimal. Einer wäre langweilig. 3 sind perfekt. Ein Krieger wäre natürlich noch genial. Aber Assassin ist ja auch ein bisschen so Kriegermischung. Ich habe den Magier. Rang 23, ich habe den Kundi, Rang 60, obwohl ich da nicht mal Tränke gerade drin habe. Also wenn ich mit dem mal wieder Pilze auflade, dann geht es auch ordentlich ab. Und ich habe jetzt den Assassinen. Neue Klasse, erster Server, wo der Assassine rauskam. Für diese 3 Server habe ich, so Moment, das habe ich erledigt. Alles erledigt im Prinzip, außer die Daily noch auf dem einen Server. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Edelstein suchen, weil die Mine, glaube ich, werde ich jetzt nicht ausbauen. Genau, suchen und dann muss ich noch hier, oh, schnell, noch 1 Minute geht der Tag. Ganz schnell Toxic Mike angreifen, habe ich einen neuen Gegner gefunden, 142. Spitzenmäßig, so. Die Angriffe sind durch, alles erledigt. Jetzt muss ich noch kurz rüberschauen. Habe ich auf S14 die Belohnung angenommen? Genau, das ist weg. Und jetzt könnte ich noch beim Hütchenspiel aber 5-mal gewinnen. Das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. 5-mal den Hütchenspieler, aber 5 Millionen sind schon nicht schlecht. Gut, setzen wir 1 Million. Nein, der neue Tag ist schon da. Schade. Und damit auch eine neue Daily. Ich glaube, ich muss das neu laden. 5-mal Hütchenspieler. Moment, ich muss aus dem Server raus.
glaube ich, und in einen anderen Server rein. Aber fangen wir einfach mal an. Jetzt kann ich gemütlich reden. So, jetzt sammeln wir uns nochmal ganz kurz. Was ist meine neue Daily? Einmal Petkampf gegen einen anderen Spieler gewinnen. Ja, das wäre ja gelacht, wenn ich das nicht schaffen würde. Der hat Erde 923. Ich versuche es nochmal mit Schatten. Jetzt seit dem neuen Update wird ja zum Glück nicht mehr gespoilert. Sehr genial. Und genau, also, wirklich, das meine ich ernst, aus tiefstem Herzen. Dankeschön an alle, die mich immer unterstützen und auch sowas schreiben wie, ich weiß nicht, wo das geschrieben wurde, vielleicht hat sogar jemand eine Supportmeldung geschickt, so, yo, Player, warum zeichnet ihr nicht Schilling, der hat es auch verdient nach all den Jahren. Also wirklich danke, weil ich habe das nur euch zu verdanken. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, aber ich finde es wichtig, dass, ja, ich sage nicht, yo, das habe ich nur, weil ich der Krasseste bin und weil ich schon so viele Shakes and Fidget Videos habe und viele Abonnenten und Klicks und Follower und so, nö. Das habe ich echt meiner Community zu verdanken. Also, Dankeschön. Genau, das ist dieses Charakterbildchen. Ja, es ist, was passiert eigentlich, wenn ich da draufklicke? Ich hoffe, ich mache da nichts kaputt. Ja, genial. Egal, was ich hier erstellen würde, er würde immer so aussehen. Und das ist er. Mein Gnome in Real Life. Eine Mischung aus meinem Ingame-Gnome und mir. Ich meine, ich schiele zwar nicht immer und mache nicht immer so ein doofes Gesicht, aber das passt schon so. Ich mag das wirklich. Ich mag das sehr. Dankeschön an wen auch immer bei Player Games, der dann schlussendlich dafür verantwortlich war. So, neuer Tag, neues Glück. Machen wir da mal was. Genau. Ja, also lass mich mal kurz sammeln, noch überlegen, was ich dazu sagen wollte und dann klicken wir noch ein bisschen weiter. Ah, Shakes and Fidget hat sogar eine Rundmail geschickt. Sommer-Update. Das Sommer-Update mit vielen kleinen Verbesserungen ist online. Neue Apps folgen in Kürze. Damit ist eben Steam gemeint, iOS, Android und wo gibt's das Game noch? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, diese Versionen sind da mal gemeint. Es gibt jetzt Daily Quests ab Level 10. Halte Ausschau nach einem Steckbrief in der Taverne. Neue Gegenstände, die 10er-Packung Sanduhren. Goldmine, doppelt so viel Gold. Weitere Details im Forum, beziehungsweise mein vorheriges Video handelt auch von diesem Update. So, dann sehen wir uns. Nein, schon wieder abgesunken. S15, die Drachenkrieger haben uns überholt. Jetzt langt's aber mal hier. So, wir sind auf der rechten Seite. Mal schauen, was da schon wieder schief ging. Also, diese Gnome, manche haben sich eben meinen Charakter erstellt. Das ist im Prinzip ein legendärer Gnome, aber jetzt gibt es nur einen. Der One and Only Schilling. Den kann niemand nachmachen, niemand kopieren. Ich sehe so aus. Mal schauen, ob man auch in den Gildenkämpfen das schon sieht. Weil ich habe das erst seit heute, also seit gestern, wenn das Video kommt. Aber bin ich gespannt, ob man das jetzt auch schon in diesem Gildenkrieg sieht oder erst beim nächsten. Ja, es ist mir eine Ehre. Vielen Dank dafür. Ich wurde auch damals, Drakensang Online, habe ich lange gespielt. Da wurde ich als Gegner ins Spiel implementiert. Da gab es den Administrator Schilling, ein Endboss. Und wie ich erfahren habe vom Community Manager, haben sie den eben Schilling genannt wegen mir. Das sind einfach so Dinge. Das zeigt mir, ja, das, was ich mache, ist schon irgendwie richtig und kommt gut an und bewirkt ein bisschen was so. Ich meine, 5000 Videos nach Da ist er, der Schilling. Nein, das war noch gestern, das heißt, da ist das Charakterbildchen noch nicht ausgetauscht, weil die Kämpfe sind ja immer, also genau, beziehungsweise 0 Uhr. Ich weiß gerade nicht aus dem Stegreif, aber ich glaube, das ist noch nicht der neue Kampf, genau. Jo. So, also, das zeigt schon, das, was man macht, ist eventuell gut und kommt gut an und ja, freut mich extrem. Freut mich wirklich sehr und das gibt mir nochmal so einen Push für Shakes and Fidget hier nochmal alles zu geben. Hi, wir haben echt in letzter Zeit Glück mit Pech mit den Crits, muss man wirklich sagen, weil 505, okay, das Level sagt nicht alles, aber unsere krassen Spieler, die hatten leider echt kritisches Pech. Das war wirklich kritisch. Genau, ach, ich kann nicht aufhören, den anzusehen. Vor allem auch so diese Spiegelung und von hier kommt so hinten dezentes, hellblaues Licht auf den Charakter. Jetzt kann ich mal kurz, nein, das kann ich nicht zeigen, weil ich hier im Browser diese Dingenskirchen da nicht habe. Moment mal. So, das ist hier S38, der Unge-Server. Und wer das eventuell verpasst haben sollte, das ist Unge. So hat Player Games Unge gezeichnet. Dann haben wir, die sollten alle in der Rangliste sein, genau. Echt krass, dass Sabine sogar auf Rang 8 ist. Hut ab, nicht schlecht. Aber ich denke mal, Unge wird da ein bisschen was erklären und unter die Arme greifen. Das ist hier Sabine, als Dunkelelfin gezeichnet. Ebenfalls sehr genial. Und dann haben wir noch den guten Mimi. Das ist er hier. Ey, der hat so ein krasses Lächeln. Ja, genau. Auch ein Dunkelelf.
Und Mimi, Sabine, Unge und ich sind momentan die einzigen Charaktere, die es hier gibt als einzigartiges Bildchen. Ich habe übrigens schon lange nicht mehr auf diesem Server vorbeigeschaut. Was tut sich denn da so? Wir haben Unge mit 319, hat 11 Level Vorsprung auf den zweithöchsten. Der Reno ist das hier. Und der hat wiederum auch 6 Level Vorsprung und dann wieder ein krasser Vorsprung. Also man muss bedenken, später levelt es sich echt schon langsam und da sind diese Level-Vorsprünge schon eine heftige Ansage. Das ist wirklich eine heftige Ansage. Vor allem freut es mich, das meine ich wirklich, dass Sabine und Mimi ebenfalls so weit oben mit dabei sind, weil, naja, sagen wir mal, keine Ahnung. Ich nehme jetzt nur irgendein Beispiel. Irgendeine Firma würde PewDiePie ganz viel Geld geben, dass er über irgendein Spiel berichtet, was ihm aber vielleicht nicht mal Spaß machen würde. Und der wäre dann ja irgendwo ganz unten und hat keine Ahnung von dem Spiel, aber muss für diese Partnerschaft Videos bringen oder was auch immer. Das wäre nicht cool irgendwie, aber das ist schon... Ich finde das genial, das belebt das Spiel, das hat tonnenweise neue Spieler reingebracht. Und ich mag wirklich die Richtung, die Player Games da einschlägt oder schon länger eingeschlagen hat. Und... Ja, das sage ich jetzt nicht, um mich einzuschleimen für das nächste Charakterbild oder so. Weil, ganz ehrlich, ich 8 Jahre oder so mache ich schon Videos zu Shakes and Fidget. Noch immer. Und schaut euch nur alle Videos an. Ich meine, würde ich das Game noch zocken, wenn es mir nicht aus tiefstem Herzen Spaß bereiten würde? Das wäre ja völliger Quatsch. Wenn ich keinen Spaß habe, würde ich von heute auf morgen aufhören. Selbst mit diesem Charakterbild. Von daher so, aber welche Aufgabe habe ich jetzt noch? Moment mal. Ein Wettkampf. Ach. Moment mal, habe ich da nicht gewonnen? Einmal Petkampf gegen einen anderen Spieler gewinnen. Ach, habe ich da verloren? Petangriff, Anarion. Vielleicht ist es, weil der neue Tag und ich muss den Browser neu laden. Sehen uns mal an, was auf den anderen Servern so ist. Die Dailies auf S33, was haben wir hier so? Ich weiß ja nicht mal, was es alles gibt in Summe. 5-mal den Hütchenspieler, schon wieder? Dann... Oder ich muss echt den Browser neu laden. Versuchen wir mal, den Hütchenspieler zu besiegen. Setzen und los. Bam, badam, bam, badam. Ich will nur sagen, im Casino gewinnt immer das Haus. Ach so, diese Animationen kann... Oh, die goldene Mitte heißt doch immer. Wenig Animationen, Flimmerkiste aus... Wer will die Flimmerkiste ausmachen? Timer dauerhaft anzeigen. Das ist dann, glaube ich, hier bei den Buttons. Kann man die Hütchenspieler-Animation irgendwie überspringen? Oder wahrscheinlich kann man ihn nicht überspringen, weil es ansonsten zu krass wäre. Da könnte man... Da gibt es diese Verdoppelungstaktik. So, wieder goldene Mitte. Nein! Boah, den 5-mal zu schlagen, ist ja echt kein leichtes Spiel eigentlich. Aber ich bin gespannt, ob sich das jetzt aktualisiert oder ob ich in Wahrheit sowieso schon eine andere Quest habe. Yo! Wie kann man 3-mal hintereinander verlieren? Ich meine, ja, kann man. Ich kann auch 20-mal hintereinander verlieren, aber natürlich mit jedem weiteren Mal... ist die Chance immer größer, dass ich doch mal gewinnen soll. So, da war jetzt die goldene Mitte. Mal schauen. 1 von 5, genau. Also habe ich zufällig 2-mal hintereinander die Daily bekommen. Oder habe ich die dann so lange, bis ich sie mal absolviere? Das wäre auch eine Möglichkeit. Das Feature ist noch so neu. Muss man sich alles erstmal ansehen, wie das so läuft. Gut, dann kämpfe ich hier auch mal. Nehmen wir diesmal Licht. Eventuell klappt es ja da. Jetzt kann man sich das auch häufig ansehen, weil ich... Ich habe es gehasst, wenn man da gespoilert wurde. Obwohl, wenn alle Pets freigespielt sind, dann wird man sowieso nicht mehr gespoilert. Aber trotzdem, häufig war es dann so. Gut, also wenn ich das nicht gewinne, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. 200er Kunde gegen einen nicht mal 200er Krieger, der schon geschwächt war. Yo, 3-mal hintereinander blocken. Das gibt's auch nicht alle Tage. Der blockt wie verrückt. Das hätte ich fast wieder verloren. 8 Ränge aufgestiegen. So, direkt füttern. Gut. Gut, gut, gut. So, was geben die Läden her? Bitte einen Trank. Nein, weil hier habe ich so wenige Pilze. Da will ich eigentlich... Aber echt, jetzt vielleicht mit dem Charakterbild muss ich da noch mehr reinhauen. Ich meine, wie sieht's aus? Rang 61. Obwohl ich hatte vor ein paar Tagen keine Tränke drin. Und ja, also... Wie ich immer sage, man muss nur ausdauernd bleiben. Da man muss nicht tausende Pilze reinstecken. Über kurz oder lang... arbeitet man sich irgendwann in die Top-Gilde hoch, selbst wenn man nichts reinsteckt. Oder wenig. Und viele Flimmerkisten ansieht und so weiter. Genau. Dann ganz kurz, was war jetzt eigentlich hier Festung und Unterwelt? Das muss ich auch erstmal wieder raffen. Okay, hier Edelsteinmine wird auf 20 ausgebaut. Dann noch eine Woche für die Goldgrube auf das Maximum. Dann gibt es 10 Millionen Gold, wenn die voll ist.
Das wurde glücklicherweise jetzt durch das Update verdoppelt. Denn es war wirklich wenig, muss man wirklich sagen. Also das war schon ziemlich wenig, was man da bei der Goldgrube erhalten hat. Und ich würde sagen, Road to Level 400, ich hole mir jetzt mal die Erfahrungspunkte da ab. Denn bringt ja nichts, das anzusammeln, aber jetzt war ich so lange weg und das hat sich eben von alleine angesammelt. Man muss es sich zum Glück nicht immer sofort abholen. Man kann natürlich da etwas taktisch vorgehen, sagen wir mal auf einem Server, der neu ist, eher neu, boah, 103 Millionen, krass, der eher neu ist, kann man sich das als Goldbunker aufheben für ein Gold-Event. Wenn man zum Beispiel wie Unge von seiner Community die ganze Zeit abgefarmt wird, dann verliert man immer Gold und das ist besonders am Anfang schlimm. Ja, dann kann man sich diese Zeitmaschine aufheben und dann im Epic-Event da zum Beispiel reinklicken. Sodass man dann, jetzt nur 83 Millionen, sodass man dann Gold erhält und sich direkt Epics kaufen kann. So eine Notfallsreserve sozusagen. Aber im Grunde wäre es schon schlauer, sich das eigentlich immer pünktlich abzuholen, dass man früher im Level steigt und so weiter und so fort. Genau, denke ich mal. Oder habe ich irgendwas nicht bedacht? 90 Millionen, also da sieht man, wie unterschiedlich einfach die Quests sind. Immer die gleiche Anzahl an Quests und einmal bekomme ich 103 Millionen, dann 80, dann 90 Millionen EP, jetzt wieder 89, 40 Millionen Gold und eine Ladung habe ich noch. Das waren nicht alle Quests, von daher etwas weniger. Gut, dann skillen wir mal ordentlich rein. So ist es fein und so soll es sein. Mein Blick liegt die ganze Zeit hier. Ich mag das wirklich. Ich mag das sehr. Ich werde zwar einige neidische Kommentare lesen, aber ist mir egal. Ist mir egal. Haben wir was für die Toilette eventuell? So, 6,25. Okay, wenn ich eine 5 da habe, dann muss ich sowieso... Oh, richtig günstig. 4,77.000. Das kommt direkt ins Klo. Da kommt eine Robbe raus, die ich sofort zerlegen werde. Splittermäßig kann ich irgendwas upgraden? Nö, kann ich nicht. Die Hexe. Amulette. Ja, schöne Sache. Da sehe ich 2. Rein damit. Und die Schuhe. Ja... Man muss bedenken jetzt, es gibt eine Daily. 3 Items, glaube ich, in den Hexenkessel. Von daher... Aber ich muss ja 5-mal den Hütchen spielen. Moment. Sowas kann man dann zum Beispiel in der Wartezeit machen. In der Wartezeit, genau. Ob man Animationen wohl irgendwie überspringen kann mit einer Einstellung? Oder ist es in der App schneller? Aber ich meine, so oft wird man die Quest jetzt nicht erhalten. Von daher... Jo, aber im Prinzip, man muss sich das nur durchrechnen. Man hat eine 33,3 periodisch Prozent Chance und bekommt aber nur das Doppelte. Um es fair zu gestalten, müsste man ja das Dreifache verdienen. Also auch Casino. Casino ist eigentlich nur Entertainment. Da kann man nicht reich werden. Manche Leute gehen ins Casino, um Geld zu verdienen. Das wird, glaube ich, nichts. Genau. Aber hier für die Quest muss man das machen. Also zocken wir ein bisschen den Hütchenspieler ab oder er zockt uns ab. Warum gehe ich eigentlich immer auf die Mitte, wenn das gerade... Aber in dem Moment, wo man sich umentscheidet, da... Oh, ich wundere mich, warum das immer weniger wird, weil das richtet sich nach der Gesamtanzahl an Gold, die man gerade bei sich trägt. In dem Moment, wo man sich nämlich umentscheidet, da kommt dann genau das, was man eigentlich hatte. Von daher bleibe ich bei der Mitte, da kann nichts schief gehen. Und genau, was ich lustig fände, wäre so ein Minispiel, wo man wirklich, wenn man gut ist, die Hütchen hier verfolgen kann. Aber das geht nicht. Also man kann hier nicht das Hütchen verfolgen oder so. Das ist reine Glückssache. Ich kann mich noch erinnern, damals, oh Mann, das ist schon so lange her, aber die Leute haben alle aufgehört, so auch Videos zu machen. iWeapons, wer kennt ihn noch, den Tobi? Da haben wir mal so ein Glücksspielvideo gemacht, also so ein Hütchenspielervideo. Und er hat irgendwie ein paar hundert Pilze gesetzt und mich gefragt, welches Hütchen. Und ich habe das Richtige gesagt und es kam tatsächlich. Aber hey, ernsthaft, jetzt die Mitte kommt relativ selten, von daher bald habe ich kein Gold mehr. Aber gut, reich wird man dadurch natürlich nicht. Achtet genau auf die Becher, dann erkennt ihr, ja, das ist Quatsch. Also, Nachricht an alle, nehmt nicht den mittleren Hut, denn der tut nicht so gut. Glaube ich zumindest, habe ich gehört, gelesen irgendwo. Ja, jetzt mal wieder. Nö, ich glaube, es kommt schon so jedes dritte Mal. Man bechert jedes fünfte Mal. Aber genau, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon? Ein paar Mal müsste ich gewonnen haben. 3 von 5 vielleicht?
Aber so zweimal hintereinander wäre doch auch mal möglich. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Genau, also ein letztes Mal wirklich ein herzliches Dankeschön an alle Leute, die mich immer supporten. Und wenn Leute was Negatives schreiben, die versuchen, sachlich zu argumentieren und nicht gleich zurückbeleidigen oder so. Oder in diesem Fall einfach schreiben, hey, was ist los? Warum hat Chilling kein Charakterbild? Der hätte es doch eigentlich auch irgendwie verdient und so. Genau, also Dankeschön. So, jetzt aber die Mitte. Jetzt muss es die Mitte sein, weil ansonsten wechsle ich wirklich. Was? Okay, nehmt nicht die Mitte. Die Mitte ist verflucht. Aber man sagt doch immer die goldene Mitte, oder? Alle guten Dinge sind drei und davon die goldene Mitte. Bitte. Jawohl, jetzt endlich wieder. So, wie viele habe ich? 4 von 5. Na, das eine Mal, das ziehen wir jetzt dann auch noch durch, würde ich mal sagen. Wir zocken den Hütchenspieler so richtig ab. Nein, ich habe irgendwie mit 9 Millionen begonnen oder so. Also, nein, eher nicht. Immer, also ich glaube, der linke Hut kam am häufigsten. Würde ich mir jetzt so einbilden. Der linke Hut kam tatsächlich. Ja, nein, ernsthaft, wenn man alles zusammenzählt, bei mir, aber das ist natürlich nur Glück oder Pech. Da kann man nichts machen, da machst du nichts. Jetzt aber die Mitte. Ja, genau, das war die Mitte von rechts. Oder so, würde ich sagen. Oder nicht, oder doch? Mein Gold wird immer weniger. Den ganzen Skillpunkt habe ich schon verballert. Aber ich glaube, man kann mit dem Gildenbegriff für das Gold spenden, könnte ich auch zum Beispiel, keine Ahnung, nur 100 Gold setzen oder so. Aber mit diesem Slider wird das eben prozentemäßig genommen. Vom gesamten Gold. Und wenn man zu viel... Ja, endlich! Wenn man zu viel hat, dann ist 1 Million das Maximum pro Regler hier. Gut, abgeschlossen. 5 Millionen, die nehme ich gerne entgegen. Das ist richtig viel. Ein ordentlicher Batzen, den ich da schnabuliere. Ja, also, diese Ankündigung wollte ich machen und noch ein bisschen über das Daily Update reden. Der Schilling jetzt als eigenes Bild im Spiel. Oh, das sieht schick aus. Yo, wuhu. Drei davon sind es. 3 Server mehr werden es, glaube ich, nie werden. Das reicht. Wenn dann echt irgendwann... Also ein Krieger. Ich würde niemals jetzt einen zweiten Magier oder so beginnen. Jetzt muss ich mich noch entscheiden, was ich hier ausbaue. Auf dem neuen Server da bin ich echt... Ich habe eine Ahnung von allen Features so, wenn man schon High-Level ist, aber von Null beginnen, das war wirklich schwierig, muss ich sagen. Besonders am Anfang. Ich muss sagen, gemütlich finde ich ein größeres Inventar. Also das hilft zwar spielerisch nicht wirklich weiter in dem Sinne, aber ich glaube, ich mache nochmal die Schatzkammer hoch. Denn da kann man mehr Edelsteine bunkern, mehr Epics bunkern und so. Und hier habe ich jetzt echt einen guten Gegner gefunden. Also Toxic Mike ohne Rüstung und so. Schaffe ich zu 100%. 142, ich bin 130. Attribute... Oh, Moment mal. Schaffe ich den zu 100%? Ich hoffe doch. Also ich mache auf jeden Fall die Zeitmaschine. Ich dachte echt, Moment. Ist der knapp? Wie viel kostet die Zeitmaschine? Ach, die kostet sowieso nur so wenig. Dann kommt der Rest in den Wächter rein. Ich dachte echt, ich habe mir gestern die Kämpfe alle per Hand angesehen. Und da habe ich haushoch gewonnen. Aber das war gerade ein trauriger Versuch. Nur ich glaube nicht, dass ich da großartig verloren habe. Aber sehen wir uns nochmal an. Ja, unter die Hälfte sollte ich jetzt nicht mehr fallen mit den... Genau, nö, das war gerade echt nur ein trauriger Pechversuch. Denn da geht es eigentlich gut ab. Ich bin bei 142. Das heißt, jetzt ist der letzte Kampf, wo ich das Maximum raushole. Aber ich glaube, auf die Schnelle finde ich jetzt keinen noch besseren Gegner. Deshalb bleibe ich mal beim Toxic Mike. Dankeschön für deine ganzen Seelen. Hat mich sehr gefreut. Beehren Sie uns bald wieder. Jo, so. Glücksrad kann ich noch zumindest einmal drehen am neuen Tag. Dann... Petkämpfe mache ich einen. Ja, ihr seid alle schon so krass unterwegs. Ich sage mal kurz meinen Zwischenstand. Evil Grin 86. Dann habe ich Bofux auf 90. Ich habe Rufus auf 85. Schatten, mein Highlight, auf 98. Da muss ich dann echt schon bald wechseln. Wie sieht's aus gegen Ninja jetzt eventuell mal? Also nicht den Ninja, sorry. Ich würde niemals seine Fortnite-Videos angreifen und Streams. Okay. Ninja zum Beispiel. Perfekte Überleitung. Hat er nicht einen eigenen Skin erhalten im Spiel? Weil er auch für Fortnite einiges geleistet hat. Und hat Athene damals nicht irgendwas in League of Legends erhalten, ein eigenes Emote oder so? Also,
ich finde das schon genial, wenn man auch die Leute wertschätzt, die zum Beispiel die Community zum Teil repräsentieren oder die viel für das Game tun. Dankeschön für die Brombeere und für diesen Sieg. Wo bekomme ich Ninja? Ninja, Ninja, Ninja. Wenn in der Ehrenhalle, Platz 1000, locker. Das heißt, ich muss jetzt Gnarogrim absolvieren. Denn ich glaube nicht, dass ich Luchterblanc noch schaffe. Ich meine, ich kann es versuchen. Aber ich glaube, Luchterblanc wird echt schwer. Ja. Kann man eventuell mit Angeleon schaffen, mit vielen Versuchen. Und einem besseren Rudelbonus noch. Aber so wird das nichts. Mit Ninja bin ich zufrieden, da sollte ich dann auch hier irgendwas schaffen. Das geht klar. So, dann greife ich direkt. Womit greife ich an? Nehmen wir direkt Schatten, warum nicht? Angleon sollte das Ding machen. Ruf es 100. Ah, okay, ja, der ist 2 Pets weiter. Ja, verständlich, das hast du gewinnen müssen. Das war logisch. Okay. Und ich bin Stufe 272. Dankeschön dafür, würde ich mal sagen. So, jetzt will ich noch hier kloppen. Gegen die maliziöse Martha ist die nächste. Eine Magierin. So sieht sie auch aus. Aber schön was abgezogen. 25%, ein Viertel. Das geht in Ordnung. Und wir greifen hier mal wieder im Schattendungeon ein wenig an. Gegen den verseuchten Baum. Jo, sollte ich schaffen. Es ist zu legendär, es tut mir leid. Irgendwann werde ich mich dran gewöhnen. Aber noch nicht jetzt. Die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich mich an dieses geniale Bild gewöhne. So, ein Helm mit Sockel, der wird natürlich sofort ausgerüstet, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Ich habe hier ein Epic übrigens, als ich unterwegs war, erhalten, von einer Quest. Und ich hätte eigentlich gerne auf einen Geschickstein gewartet, aber sieht jemand einen Geschickstein? Aber ich glaube, ich werde es jetzt einfach austauschen gegen einen Ausdauerstein. So. Obwohl das ein aller Attribute-Epic ist, deshalb wollte ich eben den Geschickstein nehmen, um das ein bisschen eher auszugleichen. Aber genau, der Durchschnittswaffenschaden, den kann ich nicht verneinen. Das ist zu krass. Also rein damit. Dann zur Hexe schauen und verzaubern natürlich nicht vergessen. Dann habe ich hier gerade was gesehen. Das kaufe ich natürlich. Ein schöner Trank. Vielen Dank. Und genau, jetzt. Das Video ist sowieso schon so lange, belasse ich es mal dabei und würde sagen, es geht einfach nächstes Mal weiter.